Hallo, grüß euch. Für die, die mich nicht erkannt haben, ich habe mich jetzt kurz umgezogen. Jetzt bin ich für die Firma Speedy tätig, die mit dieser geilen Lederjacke hier. Aber warum wir eigentlich hier sind, ist unsere neue Touringjacke. Diese Touringjacke ist von einer Fachjury in Frankreich, die sich ausschließlich für Tourenfahrung beschäftigt, eigentlich zur Jacke des Jahres 2012 gewählt worden. Designverantwortlich und funktionsverantwortlich war in diesem Fall sogar Trudy Performance. Und diese Jacke hat auch schon diverse Langstreckeneinsätze hinter sich im Testverfahren. Das Modell Marathon, hier seht ihr das Teil, gibt es also in drei Farbschilderungen, zwei davon haben wir hier präsentiert. Bei beiden Jacken besteht die Möglichkeit, diese Jacken auf einen Brustschutz zu erweitern, wie übrigens bei den meisten Speedy-Produkten. Das erhöht die Sicherheit ungemein, da also Brustverletzungen oft bösartig ausgehen können und mit diesem Brustschutz kann man dieses hier verringern. Warum die Jacke auf diesen Langstreckeneinsätzen so toll sich bewährt hat, ist folgendes. Abgesehen von den vielen Taschen, die sie hat, hat sie ein hervorragendes System zur Wärmeregulierung. Wir haben hier ein sehr leichtes Außenmaterial. Das wird von Toray gefertigt und ist Tenax großteils. Tenax ist also einer der scheuerfestesten Außenmaterialien, die es gibt. Winddurchlässig und hochatmungsaktiv. Warum ich die Jacke erst aufgemacht habe, ich wollte euch das Sandwich-Verfahren hier zeigen. Wir haben hier die Membrane, die ja separat als Jacke getragen werden kann. Diese Membrane ist 100% wasserdicht. In der Membrane haben wir ein Thermofutter. Dieses Thermofutter ist in die Membrantasche, in die Membrane eingearbeitet. Sprich, man kann sie zusammentragen oder auch separat rausnehmen. Das heißt, wir haben hier für drei Temperaturbereiche, kalt, dann normale Österreich-Durchschnittstemperatur oder hier dann die Österreich-Temperatur, die wir letztes Jahr im Sommer hatten, also bis zu 30 Grad und drüber. Wenn man alles rausnimmt, kann man die Jacke tadellos belüften, hier an den Schulterpartien, Armen und auch im Rücken. Und im Rücken versteckt sich noch ein tolles Zusatzfeature. Ich muss das noch mal umdrehen, das Teil. Hier können wir einen Hydro-Bag, sprich eine Wasserflasche reingeben, wie es bei den Speedy Racing Overalls üblich ist. Und dann mit einem Schlauchsystem kann sich der Fahrer mit Wasser versorgen. Hier noch die zusätzlichen Entlüftungen. Zu dieser Jacke gibt es natürlich eine Hose, genau im Design passend. Die kann ich euch gerne hernehmen oder ihr schaut nach unter www.speedy.com und sucht euch dann den jeweiligen Händler raus, der diese Jacke lagernd hat. Wir sind ein Stück weiter gewandert von den Tourenfahrern zu den echten Racern. Hier haben wir ein Originalleder ausgestellt und unser neuestes Modell, das Track Wind Pro, das erst demnächst verfügbar sein wird. Das ist aus der ersten Lieferung, das heißt, diese Ware ist brandheiß, demnächst im Handel zu erwerben. Wir haben hier in gewohnter Speedy-Qualität wieder vom Außenmaterial die besten Rindsleder, die zur Verarbeitung kommen und zusätzlich natürlich diese flexiblen Einsätze, die hochscheuerfest sind. Die Einsätze stehen den Ledern nichts nach und zum Komfort beitragen. Sehr wichtig, was wir auch mit den Rennfahrern jetzt schon langsam immer mehr haben, ist, dass dieser Bereich großzügiger gewählt wird, um eben ein Unterarmaufblasen zu vermeiden. Und auch diesen Bereich, weil sich hier doch die Unterarme sehr stark erweitern im Wettbewerb. Und aus diesem Grund die Stretches etwas großzügiger ausgefallen sind, aber trotzdem hauteng das Teil und entsprechend sicher. Futtersatz ist bei diesem Leder rausnehmbar. Das heißt, wir können nach verschwitzten Rennstrecken, nach verschwitzten Renneinsätzen das komplette Innenfutter reinigen und haben auch die Möglichkeit, zusätzliche Protektoren entweder fix in das Lederoberall einzuarbeiten, wie hier den Brust- bzw. Rückenprotektor und hinten, wie immer, die Möglichkeit, einen Trinkbehälter einzubauen, den es bei Speedy gibt und via Schlauchsystem den Fahrer mit Flüssigkeit zu versorgen. Hier haben wir Entlüftungen mit eingebaut in diesen Overall und nehmen an, dass der designmäßig und auch passformtechnisch allen Rennansprüchen gerecht wird. Vielleicht zeigen wir noch kurz die anderen Farbstellungen, die hier sind. Hier haben wir das Italia Design, hier noch eine aggressive neutrale Farbstellung, weitere Farbstellungen dann wieder unter speedy.it beim jeweiligen Händler.